Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge, worum es heute geht. Ihr kennt ja mein ganzes Foodsharing-Projekt und heute habe ich was mit euch vor. Auf jeden Fall spreche ich alle an, die jetzt nicht so weit weg wohnen. Hinter mir ein super leckerer Apfelbaum, beziehungsweise die Äpfel sind lecker. Ich glaube, der Baum an sich wird nicht so schmecken. Wird ein bisschen hart drauf rumzukauen. ja, ich habe was vor. Wir haben heute Sonntag. Ich hoffe, dass ich das Video dann heute Abend auch online kriege. Jetzt kommende Woche nicht, aber die Woche drauf würde ich gern, wenn das Wetter mitspielt, Tage anbieten, vielleicht auch nur einen Tag, an dem ihr vorbeikommen könnt. Das Ganze funktioniert aber nur organisatorisch. Wenn ihr auf meinen Kanal geht und einfach mal hinten rumblättert, Kanalinfo, da ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch bei mir melden und ich sage euch, wo und wann ihr dann da hinkommen könnt. Wahrscheinlich mache ich auch eine WhatsApp-Gruppe auf oder so. Ich würde super gerne diese echt ultra leckeren, die Äpfel sind echt ganz besonders, die sind super, super lecker, die würde ich gerne mit euch teilen. Ich denke da jetzt an meinen Nachbarn, ich denke da jetzt an Menschen, die mich sowieso kennen. Wenn ihr Äpfel haben wollt und die mal aus meinem Garten probieren wollt, nutzt die Chance, seid dabei und ihr könnt diese super leckeren Äpfel auch mal geschmacklich testen. Ich zeige euch die auch nochmal von nah für alle, die das noch nicht so mitgekriegt haben. Kletter hier mal drauf. Hier hängen noch jede Menge. Da könnt ihr euch auf was freuen. Ich zehre im Moment sehr viel. Ich habe entsaftet und so weiter und so fort. Alle, die meinen Kanal verfolgen, kennen die Videos ja. Das ist eure Chance, ein paar leckere Äpfel abzustauben. Ja, alles andere dann über E-Mail bzw. WhatsApp solltet ihr offen für sein. Das wäre eine super geile Sache. Da lässt sich das für mich ein bisschen besser koordinieren. Und wenn das Wetter mitspielt, nicht jetzt die kommenden 7 Tage, sondern die Woche danach, werde ich das Ganze dann starten. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich mehr jemand meldet und Äpfel haben möchte. Letztendlich wachsen ja ohne Ende Äpfel. Was entdecke ich denn da? Okay, ich glaube, das kommt in den Gartenrundgang. Oktober. So, ihr Lieben, das war es auch schon zu dieser Folge. Kurz und knapp, es geht ums Essen teilen. Ich möchte mit euch meine Äpfel teilen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Der ein oder andere da draußen, der hier aus der Ecke kommt und jetzt nicht so die Bayern-Einreise hätte oder so. Das wäre natürlich nicht ganz so sinnvoll, für Äpfel vorbeizukommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Bin gespannt, ob das was wird. Also, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.